So, da sind wir wieder und wir werden gleich angegriffen. Komm, du stirbst doch schnell bei Nahkampfschaden. Also bisher jedenfalls. Okay, es wird langsam eng. Ah, okay. Ja, Z war doch ein wenig zu sehr unten. So, wir haben ja noch einen Plattenpanzer. Wer braucht denn noch einen? Gosmog braucht noch. Also er braucht nochmal einen Helm. Zack. So, und Gosmog braucht noch den Brustpanzer, richtig? Richtig. So, die Rüstung nehmen wir nochmal mit, denn ich will ja irgendwann, wenn wir zurück zu unserer Rumpelkammer kommen, mal ein bisschen umsortieren. Dass eventuell die Magier auch alle Vollplatte bekommen oder halt nur Roben. Da bin ich mir so nicht ganz sicher. So, das kann alles hier bleiben. Es liegt doch nichts drunter. Nee. Eigentlich müssen wir ein bisschen schlafen für Mana und Lebenspunkte, aber wir haben ja kein zu trinken mehr. Da sollten wir nicht unnötig Zeit verschwenden. Wir wissen immer noch nicht, wie wir wieder hochkommen. Also in die Ebene, in der wir eigentlich waren, wo runtergesprungen sind. Wir haben ja auch immer noch diesen Cross-Key. Den brauchten wir da oben. Da hatten wir nämlich drei Türen zur Auswahl. Hatten uns für eine entschieden und dann sind wir hier weiter runter und weiter runter und weiter runter gegangen. Ja. Und ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo ich langlaufe. Da. Wovon ich jedoch eine Ahnung habe, ist, dass ich jetzt absichtlich sterben werde, damit wir neu laden können. Weil sobald einer tot ist, ist das Spiel eh vorbei. Wusch. Ja, die Dinger sind echt übel. Und sie erinnern mich daran, dass wir. Ah, erstmal, dass das Ding wieder lebt. Und dass ich in ein, zwei Folgen mal wieder eine Trainingseinheit einsetzen sollte. Und Z stirbt gleich. Zack, zack. Warum greift er nicht mehr an? Oh, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden zu cheaten. Oh, das Ding ist einfach nur tot. Ah, okay. Dum, 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 dum. Oh, die Rüstung wollen wir auch noch mitnehmen. Also ein Helm für Z. Und ein Brustpanzer für Gosmog. So. Jetzt schlafen wir doch ganz kurz, damit er das bisschen Lebenspunkte regenerieren kann. Und wir extrem starke Anti-Geist-Zauber vorbereiten können. So, so, so. Nochmal schlafen. Und dann müssen wir es gleich richtig gut timen. Also sobald die zaubern, müssen wir auch zaubern und schnell ausweichen. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich wieder kurzfristig auf Tasten umstellen. Wenn ich mich jetzt noch erinnern kann, wie wir überhaupt genau dahin gekommen sind. Also ich bin einfach jedem Gang gefolgt und ich glaube, ich bin immer rechts abgebogen. Das könnte hinkommen. Da kommen sie. Goodie. Das heißt, umsteig auf Tastatur. Also. Und einfach mal blind in die Richtung schießen, hoffen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt treffen. Okay, einer scheint schon mal tot zu sein. Da haben wir gerade noch eine Giftwolke gefangen, aber dafür haben wir beide erwischt. Sehr schön. Die mag ich echt nicht. So, klack, klack, toing. Hier liegt nichts auf dem Boden. Dafür jede Menge Halterung an der Wand. Noch eine Sackgasse. Das heißt, wir haben nur einen Weg, den wir gehen können, nämlich hier lang. Und wieder eine offene Tür und ein Schalter. Ich habe den Verdacht, wir drücken gleich den Knopf, die Tür geht auf und das Gitter da geht zu. Also trinkst du mal ganz schnell deine Heiltränke. Noch jemand verwundet? Nee, nur durstig. Gut, und jetzt gucken wir mal. Okay. Das könnte jetzt schwierig werden, denn, wir sind alle überladen. Speichern wir mal kurz ab. LP 45. Und wir sind jetzt schon auf Ebene, was? 11, 12? Das heißt, da könnten wir jetzt noch eine Ebene weiter runterspringen.
Aber erstmal will ich gucken, was da hinten ist. Also wir gehen jetzt einfach vorwärts. Das war jetzt doch einfach, obwohl wir überladen sind. Also eigentlich alle überladen sind, außer Navi. Und irgendwas ist da gerade aufgegangen. Na gut. Der kommt mit. Das ist ein Masterschlüssel. Das wäre jetzt echt schick, wenn das ein Masterschlüssel wäre. Aber irgendwie glaube ich da nicht dran. So, da geht's noch weiter runter. Ich will nicht weiter runter. Nicht wirklich. Nicht, wenn dann noch unangenehmere Gegner kommen, als hier schon waren. So, hier geht's anscheinend weiter. Und hier ist noch eine Abkürzung, die wir nehmen können. Aber wir haben keinen Totenkopfschlüssel, richtig? Richtig. Wir haben gerade abgespeichert, also probiere ich einfach mal den Masterschlüssel aus. Und der Masterschlüssel passt nicht. Achso, falls da Verwirrung auftreten. Master Key ist normalerweise ein Schlüssel, der in jedes Schloss passt. Also von einem gewissen Komplex. Also Wohnung oder Büro oder was auch immer. Da gibt es Masterschlüssel. Nur scheint der hier irgendwie kaputt zu sein. Na gut, dann gucken wir mal ganz kurz hier runter. Ich weiß, ich habe schon ganz oft ganz kurz gesagt und dann haben wir uns tierisch verlaufen und waren zu tief, um wieder rauszukommen. Aber ich versuche hier mal die Übersicht zu behalten. Wir sind jetzt immer nur rechts rumgegangen. Rechts rum, rechts rum, rechts rum. Da war so ein schwarzes Flackern. Oh. Okay. Die aktiviert man also, wenn man rüberläuft. Das war einfach nur Antigeist, richtig? Antigeist, richtig? Viel Antigeist. Ja. Hier ist die Falle, wo wir nicht runtergesprungen sind. Und wo ging der hin? Der geht da hin. Na gut. Machen wir das Rätsel halt noch mal oder auch nicht. Denn ich wollte jetzt gucken, was hier auf der anderen Seite war. Also einmal ist hier die Treppe wieder nach oben. Aber es ging auch auf der anderen Seite weiter. Hier nämlich. Da ist noch eine Abkürzung. Das ist jetzt schon die dritte, glaube ich, wo wir keinen Schlüssel für haben. Und zwei haben wir bereits geöffnet. Also es gibt irre viele von diesen Totenkopfschlüsseln. Anscheinend. Oder es gibt halt ganz viele Schlösser, aber nur begrenzte Anzahl an Schlüsseln. Dass man sich aussuchen muss, welche Abkürzung man freischaltet. Was ganz schön fies wäre. Und Füße verwundet ist nicht gut, deswegen sind wir auch so lahm. Und weil er rot war. Jo. So, ganz viele Feuer. Dann brauchen wir ein bisschen höheren. Das, das, das. Wollen wir einfach durchrennen? Ja, ich glaube, die können nur im Nahkampf angreifen. Was zur Hölle ist das? Navi steht rechts. Und der schmeißt Feuerbälle. Also werden wir nicht mit Antigeist auf ihn losgehen. Blitzstrahl. Blitzstrahl. Okay. Schnell, 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 schnell. Und irgendwie kommt er nicht hier um die Ecke. Okay, ich muss wieder mit Tasten arbeiten. Wir haben ihn schon mal getroffen. Sehr gut. Scheint viel auszuhalten. Du machst mal einen Giftbolzen und er steht falsch. Er steht rechts von uns, also muss er was machen. Jetzt schien er links von uns gewesen zu sein. Der scheint Position zu wechseln, das ist nervig. Jetzt steht er rechts. Rechts ist richtig. Machen wir nochmal Feuerball. Keine Munition. Zack. Und Fullbombe. Und er steht auch falsch. Mann, Mann, Mann. Also ich werde definitiv ein, zwei Folgen einrichten müssen, wo ich nur trainiere. Denn sonst kommen wir hier unten auf keinen Fall weiter. Der Kampf dauert schon viel zu lange. Und das ist nur ein einziger von denen. Wahrscheinlich gibt es davon noch mehr. So, Cosmog steht links, ist falsch. So. Nö. Einen Blitzstrahl haben wir noch, danach sind wir alle.
Okay. Wir können mal ein Gift dahin schmeißen. Vielleicht bleibt er lange noch drin stehen, um Schaden zu bekommen. Also ja, er bleibt drin stehen, aber Schaden sehe ich keinen. Ups, wir sollten nicht da stehen bleiben. Ja, Ninja-Sterne können wir noch schmeißen, aber es wird kaum Schaden verursachen. Ding. Ach ja, warum bin ich auch bloß hier runtergesprungen? Obwohl, ich bin gar nicht runtergesprungen, ich bin einfach nur hier gelaufen. Spell Shield und Calm. Calm ist beruhigen. Ich laufe jetzt einfach mal einen Nahkampf mit dem und versuche ihn zu beruhigen. Das ist bestimmt keine gute Idee, aber was soll's. Beruhigen. Er sieht nicht beruhigt aus, aber er macht keine Fernkampfangriffe mehr. Das ist sehr gut. Heilung. Reicht es schon zu wissen, dass wir in Nahkampf gehen können und er dann keine Zauber mehr macht. Den Rest können wir mit Heiltränken ausgleichen. Also komm, schieß nochmal und wir sterben. Und dann wissen wir jetzt wenigstens etwas besser, wie wir mit solchen Gegnern umgehen müssen. So, wo haben wir gespeichert? Hier oben. Zack, zack, zack. So, wieder Heiltränke trinken, um alle Wunden loszuwerden. Und wir sollten eigentlich echt nicht hier weitermachen. Ich meine, so wenig trinken, wie wir haben. Ja. Aber gut, also mit dem sollten wir in Nahkampf gehen. Das heißt, wir sollten jetzt alle unsere Flaschen mit ganz, ganz starken Heiltränken versehen. So, so, so. Und wir lassen das Inventar einfach offen und wir spammen dann. Also wir trinken immer die Heiltränke, greifen zweimal an, trinken Heiltränke, greifen zweimal an und hoffen, dass wir ihn so irgendwie runtergeprügelt kriegen. Was anderes fällt mir da jetzt auch nicht ein. Oh, wir können die Würfel benutzen, also um die Zeit anzuhalten. So, er hat keinen Mana mehr. Ja, das wird nicht mehr lange dauern, denn es ist ja im roten Bereich mit dem Wasser. Ich weiß wirklich nicht mehr, was da passiert. Was übel wäre, wenn er nicht mehr regenerieren würde. Okay, Schaden wäre noch übler, eigentlich ist in Nahrung ja auch ein bisschen Flüssigkeit drin und in Tränken auch. Das müsste echt zählen. Aber gut, jetzt darf er sich mal versuchen. Aber ich glaube kaum, dass Gosmog es hinbekommt, einen guten Heiltrank zu machen. Oh, doch. Okay, ich unterschätze ihn immer wieder. So, das kannst du essen. Das kann bei ihm in die Hand, das kommt bei dir in die Hand. Ja, den können wir auch benutzen. Was machen die Stäbe sonst noch so? Der macht gar nichts. Der macht nur Dispel und. Ja, den brauchen wir nicht wirklich. Also nehmen wir das Feuerschwert. Und den Ring, der macht ja Blitzstrele. Gut, also wir gehen gleich, wenn wir wieder volle Mana haben, mit dem Typen im Nahkampf. Greifen durchgehend an, trinken die Heiltränke und die Magier verbraten trotzdem all ihr Mana für Angriffszauber. Denn wir wissen nicht, ob er dagegen resistent ist oder nicht. Das können wir dann dadurch auch mal testen. So. Er hat ganz viele Tränke, er hat noch ganz viele leere Flaschen. So, so. So, so. So, so. Mal wenigstens einen. Und willst du dich auch mal versuchen, Zed? Nehmen wir mal den da, der dürfte machbar sein. So, den auch noch. Zack, zack. So. Ist ja eine richtig lange Vorbereitungszeit, um einen einzigen Gegner umzubringen. Aber gut, kann man jetzt machen. Und wir müssen erstmal jetzt noch das Ding da vorne umbringen. Das können wir mit dem Stab, ne? Jo. Unterstützen wir noch ein bisschen durch ihn hier. Und ich hoffe einfach mal, dass wenn wir jetzt schlafen, dass das Ding nicht respawnt. Weil dieser Kreis auf dem Boden bleibt ja da. Nur die Flamme verschwindet. So, Mana, Mana. So, speichern, Cut und in der nächsten Folge legen wir uns mit dem Dämon an.
Also sah ziemlich dämonenartig aus. Deswegen heißen die für mich jetzt Dämonen. So, gespeichert und wir sehen uns gleich wieder.